Naja, dass die Hiesfelder also nicht gewinnen, ne? Das ist wohl vorauszusehen, ne? Aber es macht trotzdem Spaß. Was soll man hier nach so einem Spiel, nach so einem Bundesligaspiel erwarten, mitten in der Woche? Ganz normal, schön für den kleinen Verein hier, dass Borussia Dortmund hier ist, und auch schön für die Zuschauer, die jetzt mal Borussia live erkennen, zu kleinen Preisen, nicht zu teuren Preisen. Passt schon ganz gut alles, läuft. Für ein Bier 2 Euro, Bratwurst 2 Euro sind echt super Preise, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier anzutanzen. Begeisterung in Hiesfeld, und das nicht nur für die günstigen Preise für Bratwurst und Bier. Denn dass man Fußballstars wie Mats Hummels oder Robert Lewandowski live auf dem Rasen in Dienstlaken sieht, kommt auch nicht alle Tage vor. Nein, die Champions League-Finalisten haben sich nicht aus Versehen an den Niederrhein verirrt. Sie, oder besser gesagt das Spiel gegen sie, ist der Preis eines Gewinnspiels. Und trotz des Klassenunterschieds schlagen sich die Hiesfelder Oberligisten tapfer. Gut, dass das ein oder andere Tor oder 8 Tore reingehen, das überrascht weder Spieler noch Zuschauer. Aber alle haben Spaß, und vor einer Kulisse von 6000 Zuschauern zu spielen, das ist ja auch eine Erfahrung, die in Erinnerung bleibt. Die Gegner sind fair zueinander und die Hiesfelder sehen die Niederlage mit Humor. Schließlich wissen sie, so ein kleiner Leistungsunterschied ist halt doch da. Ja, in den Zweikämpfen hat man schon gesehen, Spitzkeil, da sind die schon ein paar Tacken voraus, ne, und zum Schluss hatten wir ja noch eine Chance vorm Tor. Schade, dass er nicht reingegangen ist. Auch Jürgen Klopp ist natürlich mit nach Dienstlaken gekommen. Sein Fazit: Keiner hat sich verletzt, die Leute hatten Spaß. Kurzum, es war ein gelungener Abend. Dennoch, ganz so schnell ging es mit dem ersten Tor dann doch nicht. Und das, obwohl der BVB den Gegner nicht mit Samthandschuhen angepackt hat. Das Ding muss so, der Ball muss rollen und das Spiel muss fließen. Haben am Anfang gemerkt, da wäre das nicht so richtig möglich, und dann wurde es besser und dann fallen auch direkt Tore. Also, aber zurückhaltend hat zumindest auf meine Anweisung noch keine meiner Mannschaften agiert. Ob die Dortmunder wirklich Vollgas gegeben haben, das sei mal dahingestellt. So oder so, es war dennoch ein Highlight für alle Beteiligten.